Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag. Ich starte den Weekly Vlog heute von zu Hause. Denn heute findet hier ein Shooting statt und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Und ja, es geht gleich los. Deswegen verstaue ich gerade noch so die letzten Sachen, die man nicht sehen soll, wie meine Festplatte. Und ich bin echt sehr gespannt. Ich weiß nicht so genau, wie das wird, weil Jimmy ist ja auch zu Hause. Und Jimmy kennt die Leute ja nicht und sieht die Leute ja nicht. Und ja, ich hoffe, alles geht gut. Aber wir shooten nicht nur zu Hause, sondern auch woanders. Und ja, ich hoffe einfach und drücke mir selber die Daumen, dass das alles gut klappt und melde mich dann im Laufe des Tages. Es wird bestimmt wieder so ein Tag, wo ich denke, wow, das ist total cool zum Vloggen. Und am Ende vlogge ich quasi nichts, weil sich das nicht vloggen lässt, weil ich die Zeit nicht finde und weil es mir irgendwie zu peinlich oder zu unangenehm ist. Aber schauen wir mal, wer weiß, vielleicht kann ich mich überwinden, vielleicht aber auch nicht. Der Shooting-Tag ist vorbei und leider kann ich euch meinen Donut nicht mit der Nachttischlampe zeigen, denn die macht so ein komisches Flackern. Deswegen lieber so oder mit Philips Licht. Das probiere ich mal ganz kurz. Vielleicht flackert die nicht. So, okay, bisschen besser. Ich habe es nicht geschafft, zwischendurch richtig zu vloggen. Ihr habt es schon gemerkt, aber es war mega gut. Und ich belohne mich jetzt mit einem veganen Red Velvet Donut. Bisschen Bullet Journaling, ein YouTube-Video und einer trüben Apfelsaftschorle. Living the dream sozusagen. Der Shooting-Tag war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es war sehr inspirierend, hat Spaß gemacht. Ja, ich habe wieder Lust bekommen, mehr mit anderen Leuten auch so zusammenzuarbeiten, Fotografen an gemeinsamen Projekten. Ja, das war auf jeden Fall mega, mega cool. Nur wie gesagt, schade, dass ich so ein schlechter Vlogger bin. Aber jetzt genieße ich ein bisschen den Feierabend und gleich schminke ich mich ab. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Aber ja, mein Make-up hat ganz gut durchgehalten. Ich nehme ja selten so viel Zeit, um mich zu schminken. Also ich habe jetzt für mein Make-up nicht so super viel gebraucht und auch nicht so super viel Zeit. Aber ich merke, ich habe so eine leichte Textur. Das kommt bestimmt von meiner Sonnencreme. Jo. Aber ich habe jetzt auch wieder Lust auf Make-up-freie Tage. Also alles wie immer. Also ihr Lieben, ich esse jetzt meinen Donut, mache mich fertig fürs Bett und wünsche euch eine gute Nacht. Guten Morgen ihr Lieben, heute ist Freitag. Ich mache mich gerade bereit, um ins Studio zu fahren. Ich habe mich gerade noch von Philipp verabschiedet, der fliegt nämlich heute Abend, ja so späten Nachmittagabend nach Deutschland. Und den sehe ich dann eine Weile nicht. Ja, schade. Ich muss leider hier bleiben. Und heute habe ich einen langen Tag im Studio vor mir. Ich packe gerade mit einer Hand meine Stifte zusammen, was ein bisschen schwer ist, aber es geht schon. Was brauche ich noch alles? Lasst mich nachdenken. So. Und ja, ich werde heute alle möglichen Sachen machen im Studio. Ich habe mir mal all unsere Phil & Jasmine Produkte eingepackt, die wir so da haben. Ich kann euch dann ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir haben ja keinen richtigen Stock, sondern wir produzieren ja eigentlich nur auf Anfrage. Und weil wir nur quasi auf Anfrage und damit eigentlich fast alles eine Sonderanfertigung in dem Sinne produzieren, haben wir eigentlich auch kein Rückgaberecht in dem Sinne. Aber in der Regel nehmen wir doch Retouren auch an, wenn zum Beispiel mal was einfach nicht passt. Solange das jetzt keine Sondergröße in einem ganz verrückten Ausmaß ist. Wobei, wir haben noch nie eine Retour, glaube ich, abgelehnt. Auf jeden Fall habe ich deswegen hier einige Produkte da oder auch Samples, die wir mal gedruckt haben, die wir dann zum Beispiel noch nicht verkauft haben oder so. Und die nehme ich jetzt heute alle mal mit und fotografiere ich mal. Und dann dachten wir, machen wir mal wie so eine Art Sample Sale. Ist auch ganz cool. Und ja, das habe ich heute vor. Ansonsten, was habe ich noch vor? Ein paar Kooperationen vorbereiten und ein bisschen am neuen Buch arbeiten. Da habe ich letztens schon mal einen Instagram-Livestream zugemacht, der dann leider abgebrochen ist, weil mein Akku leer war. Aber ja, das ist so heute der Plan.
Ich freue mich auch, ins Studio zu kommen, weil meine zwei Studio-Mates waren auch über Ostern längere Zeit im Urlaub und deswegen haben wir uns nicht gesehen jetzt für eine Weile. Und ich freue mich auf jeden Fall, die zwei wiederzusehen und ein bisschen abzucatchen. Und ja, wird auf jeden Fall ganz cool. Und dann habe ich ein sehr ruhiges Wochenende vor mir, weil ich eben alleine bin hier. Oh, und ich sollte vielleicht unsere ganz neuen für den Jasmine-Ringe mitnehmen. Den, diesen Anti-Brexit-Ring sozusagen, der noch keinen richtigen Namen hat. Den packe ich jetzt aber noch schnell ein, würde ich sagen. Hallo ihr Lieben, was für ein Fail. Heute ist Samstag, ich bin weiß wie die Wand. Ich habe gestern nichts gebloggt. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich einfach den anderen Vlogclip trotzdem vor diesen schneide, weil einen richtigen eigenen Tag anzufangen für einen Vlogclip lohnt sich irgendwie nicht. Ich war gestern bis um 8 auf der Arbeit, es war mega produktiv. Ich war aber davor schon länger nicht mehr mit meinen Studio-Mates gleichzeitig im Studio gewesen, deswegen haben wir auch viel gequatscht. Und ja, deswegen war ich sehr lange da und habe nichts gefilmt. Und heute ist wie gesagt Samstag und ich war gerade draußen, ich bin schon ziemlich lange wach. Aber es ist so stürmisch heute, mir sind die ganze Zeit Pollen in die Augen geflogen und meine Augentränen tun total weh. Und jetzt werde ich mir ein spätes Frühstück machen und zwar was sehr, sehr Spannendes. Und zwar werde ich ein bisschen experimentieren für ein paar neue Rezeptvideos. Deswegen mag ich gar nicht so viel verraten. Aber ihr werdet ja gleich so ein bisschen sehen, was ich mache. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dann mache ich auf jeden Fall das Video dazu fertig. Aber jetzt ist erstmal Rezepttesting angesagt. Ich habe ein paar Ingredients gekauft gerade und ich bin gespannt, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein erster Versuch, veganes Ei selber zu machen, sieht so aus. Nicht so schlecht. Ich habe hier versucht, so einen Crack zu retten mit einer zweiten Schicht. Das war nicht so schlau. Aber ansonsten, was sagt ihr? Ich hätte hier noch ein bisschen besser mixen müssen. Aber ich bin mega gespannt, wie es schmeckt. Ich werde euch gleich berichten. So, ich habe gerade das erste Mal abgebissen. Noch nicht vom Eigelb, sondern nur vom Eiweiß. Muss mich so ein bisschen hier runterbücken. Und das ist noch zu mehlig. Das muss ich noch flüssiger machen. Ich war mir nur unsicher, ob das fest wird. Schmeckt nicht schlecht, aber schmeckt auch nicht richtig geil. Also das Eiweiß. Wobei mir das beim normalen Ei früher auch immer so ging. Dass ich nur das Eigelb richtig lecker fand. Aber jetzt esse ich mal beides. Okay, das Eigelb ist krass. Das ist noch so ein bisschen runny. Huch. Mal gucken, ob es scharf stellt. Ja, hallo. Nein. Das Eigelb ist noch so ein bisschen runny. Ich muss aufpassen, dass es hier nicht runtertropft. Und es schmeckt nach Eigelb. Es schmeckt wirklich, das ist nicht so ein typisches, es schmeckt schon so und es schmeckt dann nicht so. Aber es schmeckt tatsächlich nach Eigelb. Das Eiweiß schmeckt nicht nach Eiweiß und hat auch nicht die gleiche Konsistenz, noch nicht, aber das Eigelb ist richtig gut. Crazy, Leute. Crazy, crazy, crazy. Das liegt natürlich an dem schwarzen Salz, an dem Kalamalak. Das so schweflig auch schon riecht. Und wenn man das dann auflöst in Wasser oder eben schon gemahlen kauft, ist es unglaublich eiermäßig.
krass. Und ich habe ein mega gutes Brot gefunden. Es war so gut, dass es gleich eine zweite Portion gibt. Ich habe diesmal das Eiweiß verdünnt. Und es ist besser geworden. Ich habe es allerdings, um es warm zu halten, danach nochmal in den Ofen getan mit dem Brot. Und dann ist es hier so rissig geworden, weil es dann doch sehr ausgetrocknet ist. Aber ja, da weiß ich schon mal, wie ich das Rezept noch ein bisschen adaptieren muss. Eben das Eiweiß ein bisschen flüssiger machen, mehr Wasser oder eben mehr Cashewmilch. Und ja, es ist mega lecker, Leute. Ich mache mir gerade nebenbei einen Kaffee und ich verarbeite gerade den Rest der Masse weiter für eine kleine Rühreimischung. Ich habe jetzt einfach beide Sachen zusammengerührt und gerade noch mal ein bisschen Reismehl dazu gegeben und ein bisschen Cashewmilch. Einfach damit ich mehr wie so eine Pancake-Batter-Konsistenz habe. Weil dann, glaube ich, kann ich das auch wieder ganz gut in die Pfanne hauen. Und dann so ein bisschen Kaiserschmarrnartig halt immer so aufbrechen, also nicht zu einem Pancake backen. Und ja, ich bin mal gespannt. Es macht auf jeden Fall Spaß, rum zu experimentieren. Da ist das meine auch sehr frühstücksartige Mittagsvariation mit Rührei in Anführungszeichen, dann diesen Tofurkey Fleischersatz / was ist das eigentlich, ein Aufschnitt, Brot, ein paar Sprossen, Pilze, Petersilie und ein bisschen Ketchup.